Als hätte die Atomindustrie unseren Planeten nicht genug vermüllt. Jetzt soll ein schwimmendes Atomkraftwerk den strahlenden Müll wohl über den ganzen Planeten verteilen. Ich gebe zu, dass das polemisch ist, aber ich finde es echt zutreffend. Das Video ist übrigens in Zusammenarbeit mit Technology Review entstanden und am Ende bekommt ihr ein Gratisheft der wirklich coolen Zeitschrift geschenkt. Geeks und Science Fiction, herzlich willkommen. Ich finde, dass wenn es um Gift geht, man ruhig polemisch werden darf. Stickoxide, Feinstaub, Umweltgifte, sie alle töten Menschen und das ist schlecht. Man darf das verurteilen und die Gefahren beim Namen nennen. Und das gilt auch für die Kernkraft. Spätestens seit Fukushima wissen wir, was das für eine furchtbare Seuche ist. Und das dürfen wir auch so sagen. Atomkraftwerke sind unsicher gefährlich und schicken mit ihrem Abfall den Tod in die Welt. Unbestritten. Und jetzt kommt's. 144 Meter lang und 30 Meter breit ist der Prototyp mit dem Namen Akademik Lomonossow. Eines schwimmenden Atomkraftwerks. Zwei Reaktoren mit jeweils 35 Megawatt elektrischer Leistung finden auf dem schwimmenden Kernkraftwerk Platz. Rein rechnerisch könnte damit eine Stadt mit 200.000 Einwohnern mit Strom versorgt werden. Spannend vor allem für entlegene Regionen dieser Welt. Als äußerst riskant bezeichnen Kritiker und Kritikerinnen das ganze Projekt. Die Befürworter dagegen verweisen auf die weltweite Nachfrage und bezeichnen die schwimmenden Atomkraftwerke als klimafreundliche Alternative zur Kohle. Im Mai wurde die Akademik Lomonossow im Hafen von St. Petersburg der Öffentlichkeit präsentiert. Ende Juli begann die Beladung des schwimmenden Atomkraftwerks in Murmansk. Das war in St. Petersburg an massiven Bürgerprotesten gescheitert. Mit diesem Schritt steht fest, eine neue Art der dezentralen Energieversorgung ist möglich. Wenn er mich fragt, ist das eine äußerst fragwürdige Entwicklung. In den Zeiten, in denen die meisten anderen Länder Atomkraftwerke stilllegen, doch die Technologie dafür ist nicht neu, schon seit vielen Jahren, nämlich tragen U-Boote, Eisbrecher und Flugzeugträger kleine Kernreaktoren durch die Meere. Hinter dem Prototypen Akademik Lomonossow steckt die russische Atomenergieagentur Rosatom. Ihr Plan ist es, vor allem entlegene Regionen durch das schwimmende Atomkraftwerk mit Strom zu versorgen. Zu der elektrischen Leistung von 35 Megawatt der beiden Reaktoren kommt noch eine thermische Leistung von etwa 150 Megawatt. Im kommenden Jahr soll die Akademik Lomonossow nach Pevek geschleppt werden. Das ist eine nordsibirische Siedlung, etwa 350 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegen. Hier lautet seine Mission, die russische Bohrinsel mit Strom zu versorgen, ebenso wie die 5000 Einwohner, und zwar sowohl mit Strom als auch mit Wärme. Der langfristige Plan der Russen ist aber somit, an die großen Gas- und Ölvorkommen in der arktischen Region zu kommen. Kein wirklich einfaches Vorhaben, denn in den entsprechenden Regionen kann es durchaus mal bis zu minus 60 Grad Celsius werden. Sprich, hier geht es gar nicht um klimaneutrale Energieversorgung, sondern genau um das Gegenteil. Ziemlich pervers das Ganze. Die Reaktoren bestehen aus Brennstäben mit niedrig angereichertem Uran, die zu 20% aus Uran-235 Anteil bestehen. Mit den Druckwasserreaktoren ist man laut Rosatom auf der sicheren Seite, denn diese wurden schon auf den Atomeisbrechern der Taimyr-Klasse erprobt. So sollen auch schwere Stürme, Erdbeben der Stärke 10 oder Tsunamis dem Prototypen nichts anhaben können. Ein weiterer Sicherheitsaspekt, die Reaktoren befinden sich in Sicherheitsbehältern, die mit Wasser geflutet sind. In Kombination mit den Pumpen des aktiven Kühlsystems soll dadurch im Worst Case eine Kernschmelze verhindert werden. Die Zirkulation des Wassers soll nach Angaben von Rosatom aber selbst bei einem Ausfall aller Kühlpumpen Schlimmeres verhindern und die Brennstäbe für 24 Stunden kühlen. Doch nicht alle Experten und Expertinnen sind davon überzeugt, so etwa auch der Atomenergieexperte von Greenpeace, Hans Mithal. Ein Atomkraftwerk ohne Betonschutzhülle, dazu auf einem schwimmenden Ponton im stürmischen arktischen Meer unter widrigsten Witterungsbedingungen, das ist wirklich riskant. Denn das Eindämmen einer drohenden Kernschmelze könnte alleine aus logistischen Gründen nicht garantiert werden. Falls sich nämlich der Atomponton bei einem Sturm beispielsweise losreißen würde, wäre er ohne eigenen Antrieb manövrierunfähig. Und was würde im Fall eines Terroranschlages passieren? Das russische Energieunternehmen dagegen stützt sich darauf, dass die Reaktoren klimafreundlicher seien als die Versorgung durch Kohle. Naja, aber das hatten wir ja gerade. Schließlich würden sie ohne direkten Kohlendioxidausstoß kommen, aber dafür verantwortlich
verantwortlich sein, mehr treibhausrelevante Ressourcen zu fördern. Und natürlich stecken auch große wirtschaftliche Interessen dahinter, denn wie eben schon angedeutet, könnten solche schwimmenden Atomkraftwerke der strategische Schlüssel dafür sein, die Arktisregion auszubeuten. Dazu der Direktor von Rosatom, Alexei Lischajew. Wir erwarten großes Interesse, insbesondere von Inselstaaten, wo sich die Entwicklung einer zentralisierten Energieinfrastruktur schwierig gestaltet. Und die russischen Atomkraftwerke auf See haben tatsächlich weltweit schon großes Interesse ausgelöst, beispielsweise bei den Ländern Argentinien, Malaysia und Indonesien. Und übrigens sind die Russen nicht die einzigen, die diese Technologie zukünftig verstärkt einsetzen wollen. Auch Unternehmen aus China und Frankreich beispielsweise tüfteln an diesem Konzept. Bis 2020 will die China General Nuclear Power Group kleine Reaktoren mit 100 Megawatt Leistung in See stechen lassen, und zwar an Bord von tankerähnlichen Schiffen. Oh Mann. Ja, mehr bleibt einem da nicht zu sagen. Vielen Dank an Technology Review. In Zusammenarbeit mit der Redaktion dieser ziemlich coolen Zeitschrift ist dieses Video entstanden. Und exklusiv für Klicks und Zuschauer habe ich jetzt ein Geschenk. Ihr bekommt nämlich eine Ausgabe gratis, wenn ihr auf diesen Link hier oben klickt. Das lohnt sich so richtig. Da sind noch mehr Hammer-Themen drin. Und hier geht es weiter. Dafür auch draufklicken. Thoriumreaktoren, die Lösung aller Energieprobleme mit Atomkraft. Bis dann. Bleibt dran.